Wattenspaß muss das Wattenschlick-Festival machen. Man kommt da schließlich kaum an Tickets. Rund 6.000 gibt es jedes Jahr für das Musikfestival in Dangast, direkt am Jadebusen. Und die sind immer rucki-zucki weg, weil die Mischung einfach eine ganz besondere ist. Und der Ort, die Bühnen sind direkt an den Strand vom Jadebusen gebaut. Gleich um die Ecke im Hafen von Dangast kann man mal ein ruhiges Päuschen machen. Das alles im Rhythmus der Gezeiten. Bei Ebbe dann mit einer ordentlichen Portion Schlick und getanzt wird in Badehose oder Gummistiefeln. Je nach Wetter. Die Veranstalter setzen da vor allem auf ein entspanntes Miteinander. Familiär und friedlich soll es sein. Olaf Kretschmer hat den Auftakt für uns beobachtet und der weiß auch, was für eine Musik dort gespielt wird. Ausgesuchte Musik, würde ich sagen. Ausgesprochen ausgesuchte Musik. Das Wattenschlick unterscheidet sich von anderen Festivals dadurch, dass nicht immer die gleichen Bands da sind. Bei den ganz großen Festivals sind es ja oft die gleichen Headliner, die dann irgendwie aus Übersee rüberkommen. Hier ist es mehr die Mischung, die es macht. Es ist eine exquisite Mischung. Es sind viele deutsche Bands dabei, die vielleicht nicht in der ersten Garde spielen, aber doch auch eine sehr, sehr große und schöne Fangemeinschaft haben. Wir können da mal reinhören. Also eins der ersten Konzerte war heute von den Sternen. So klang das vorhin auf der Bühne. Till Kregelow, das ist hier der Veranstalter. Till, euer Festival, das unterscheidet sich von anderen eben auch dadurch, dass es wirklich die Generationen verbindet. Ihr habt so viele verschiedene Menschen hier. Ich habe hier Leute gesehen, die können locker über 80 sein, aber es sind auch so viele Kinder und kleine Kinder da. Wie gelingt euch das? Wie macht ihr das, dass ihr so viele unterschiedliche Generationen in einem Festival vereinen könnt? Ich glaube, das ist einfach die Mischung. Also die Preisstruktur auch, dass wir Kinder bis 14 Jahren einfach freien Eintritt haben. Deshalb kommen auch natürlich viele Familien. Und darüber hinaus ist es so, dass wir versuchen schon, urbane Kunst, Pop und auch was hierher kommt aus der Region unterzubringen, dass alle was auch haben, aber trotzdem der künstlerische Anspruch ist sehr hoch. Und das gelingt uns hier schon sehr gut. Und es sind ganz viele Menschen, die hier vom Ort und von außerhalb hier mitwirken und sich damit identifizieren. Und das, glaube ich, diese Welle schwappt über. Was das Gute ja auch am Programm ist, dadurch, dass ihr nicht die ganz großen Headliner habt, ist es auch bezahlbar geblieben mit 109 Euro. Und was ich immer wieder toll finde hier, ist die Location, also wirklich wahnsinnig, direkt am Meer, direkt am Strand, direkt am Schlick. Allerdings, ihr hattet in den letzten Jahren immer gerne eine Überraschungsband. Dieses Jahr gab es einen Überraschungsgast, die Nordsee, die kam vorhin zu Besuch. Was hast du denn da gedacht? Also plötzlich das Wasser immer höher stieg, der Westwind hat das schön reingedrückt in den Jadebusen. Und plötzlich ging es auf die PA, auf die Technik zu, die Paletten. Bühne, die war überschwemmt. Was denkt man in so einem Moment? Gut, wir wussten natürlich, dass ziemlich hohes Wasser kommt, ja, Springtide. Das einmal im Jahr ist das halt so. Wenn das so ist, dann ist das halt. Dann, wenn das, wie du schon gesagt hast, der Wind das Wasser reindrückt, können wir nicht viel machen. Ne? Morgen zum Beispiel kommt das Wasser auch wieder hoch, aber es ist sehr windstill. Aber die Menschen gehen hier ganz locker mit um, weil wir sagen immer im Einklang der Natur, ja, und das ist ja dann wirklich so. Und es war so harmonisch. Also jetzt keiner überrascht gefühlt, sondern es war alles friedlich und alles gut und alles war safe. Ja, und alle natürlich im Wasser gewesen, schön reingesprungen, schön am Schwimmen, bei bis zu 24 Grad, die es heute gab. Eigentlich war ja Regen und Gewitter angekündigt, gab es gar nicht. Wasser von oben war also nicht zu erwarten. Dafür gab es Wasser von unten, die Nordsee war da. Und jetzt gibt es noch jede Menge Musik und am Sonntag auch mal wieder das sehr, sehr coole Schlickschrennen rutschen.